Komm her, du Teil! In Vampire Storm 2. Ich war DC Steve und. Ah, Let's Play Retro World. Ist es nicht schön, Zuflucht für 60 zu casten? Nö. Aber wir werden es mal machen müssen, ne? Wo kommen wir eigentlich an, wenn wir den Fluchttank benutzen? In die Nähe, wahrscheinlich zum Fuße von Asgards Schloss. Ja. Ja, aber das ist top. Oh. Genau da, wo wir hin wollten. Also ich glaube, ich würde mir mal Fluchttänke besorgen. Kann man die kaufen? Ich weiß es nicht. Vielleicht bei den Kindern der Apokalypse. Mhm. Gucken wir mal, jetzt müssen wir uns erstmal noch unsere drei Teile angucken. Das sieht so dumm aus. Wirklich. Oh Mann. Sieht echt komisch aus. Hallo, du schwebendes Teil. Das ist ganz wabbelig. Sieht irgendwie aus wie so ein riesiges schwebendes Stück Gelatine. Was ehrlich gesagt wesentlich besser wäre. Ja. So, was hat denn für Produkte für uns? Wahrscheinlich war noch dieselben wie früher. Ja, ich kaufe mal noch den vierten, weil ich nicht ganz genau weiß, ob der Söldner einen braucht. Klar braucht der einen. Willst du jetzt in die Wüste gehen oder was? Jupp. Möchte ich. Haben die anderen schon ihre Sonnenschutzmäntel an? Ja. Gut. Denn wir brauchen... Schon wichtig, dass in einem Vampirspiel eines der wichtigsten Equipments auch tatsächlich ein Sonnenschutzmantel ist. Und das, obwohl man eigentlich durch die Sonne keinen Schaden bekommt. Ich meine, ja. Im Spiel hier gibt es ja nicht mehr die Nacht. Jetzt hier gibt es ja nur noch Tag, ne? Ja. Was aber gut so ist, weil, wie gesagt, es hat spielerisch keinen Mehrwert. Ja, das Tag-Nacht-Wechsel-System war einfach nur nervig. Hier haben wir nämlich eine Quest. Hier bin ich auch den zweiten Key, oder? Korrekt. Aufgaben. Diese hier wollen wir jetzt erledigen. Suche den Schlüssel. 35. Ich denke mal, das könnte eng werden. Wir sind 11 Level drüber. Ich denke mal, das wird easy going. Wüstenskorpion. Ach, ich hätte mich mal heilen können im Schloss. Tja, zu spät. Kannst dich ja wieder zurück teleportieren, jetzt wo sie direkt noch vergiftet ist. Oder halt, nee, wir machen sogar das eine andere Quest. Wieso, was hast du jetzt vor? Wir haben nämlich noch eine Level 30 Quest offen. Ich denke trotzdem, wir können erstmal das hier machen. Wow, die halten ruhig was aus. Aber so groß wird das Gebiet schon nicht sein. Ich möchte hoffe ich. Trotzdem noch nicht teleportieren. So, und dann... Der Trank für Aska. Machen wir es einfach mal so. Gibt es noch einen zweiten Gegner-Typ? Ich war ja nämlich mal kurz gewesen. Oh, cool. Lichtrune. Das ist nett. Sag mal, kann man eigentlich diese Echsen umbringen? Kannst du mit denen interagieren? Nee, oder? Ich denke mal, die haben auch viel zu wenig Blut. Schade. Das wäre ja echt totaler Quatsch. Ja. Diese kleinen Viecher hier sind... Ja, Chimären. Interessant, sah irgendwie eher aus wie so ein Büffel. Ja. Explosion. Geblendet. Ja, die können sogar ein bisschen rumstressen. Gut, dass unser geblendeter Söldner erstmal rumcrittet. Erstmal ein paar Chimären aussaugen. Ich weiß nicht, in der Wüste ist es irgendwie ein komischer Gegner, oder? Wo hat die denn ursprünglich gelebt? Ich muss es ehrlich gesagt gerade mal nachgucken. Weißt du, muss ich ehrlich sagen, auch gerade nicht. Oh, wir haben gerade wieder einen lustigen Bug, den könnt ihr gar nicht sehen. Der ist tatsächlich eher lustig. Und zwar wird mein kompletter Bildschirm, außer das Spiel, grün.
Den habe ich gerade mal wieder. Das wollte ich jetzt gerade machen. Mal schauen, was in der Truhe drin ist. Blutang. Das ist top. Das, ich habe mir mal die ganzen Lebensangst alle mal... Na gut, es war halt in der antiken Stadt oder... Ja, antike Stadt Olympos, ne? Okay. Also irgendwo... Weiß ich gar nicht, ist das Mittelmeer? Scheiße, Mann. Ja, ja. Ich denke schon. Ich gebe alle Pump-Items mal wieder Wallner, wie beim letzten Mal auch. Oh Gott, der Grafikfehler schon wieder. Ich hätte nicht wieder zurückgehen dürfen. Das meinte ich doch. Oh Gott. Ich habe es nur gehört und ich dachte nur so, zum Glück schaue ich gerade was nach. Ja. Das Schlimme ist, ihr müsst euch vorstellen, das ist gerade wirklich so ein grelles Grün, ja? So ein richtig Neongrün. Grün, ja. So ein Neongrün. Und wirklich, außer das Spiel und mein Aufnahmeprogramm sozusagen, ist gerade alles... Ja, und so ein komisches schwarzes Skype, so ein schwarzes Skype-Streifen ist noch da. Ja. Und ganz links läuft noch unsere Anrufdauer. Die ist ebenfalls noch in einem Special-Kästchen, ne? Ja, ja, das ist... keine Ahnung, was das für ein Fehler ist. Vielleicht zeige ich euch jetzt einfach mal ganz kurz mal Ausschnitte meines Bildschirms. Oh, jetzt habt ihr es gesehen. Ja, so sieht das gerade bei mir aus. Ihr seht, das ist schon ganz lustig. Und hier ist ein Gegenstand, der rumliegt. Gott, Gegenstand, der rumliegt. Ihre Flasche. Ja, eine Cola-Flasche wollen wir jetzt nicht haben. Oh. Blutfiole. Das ist so, als hätten wir eine leere Flasche mit Inhalt gefunden. Dietrich, Die können wir auch einfach kaufen, oder? Die, glaube ich, ist eine Kind der Apokalypse, oder? Ja, ja, für 500 Fila. Echt? Ja. Na gut, wir haben sowieso infinite Geld. Und wenn nicht, gibt's immer noch den Cheatbaum. Nein. Braucht man nicht. Achso, außer um sich Söldner zu bauen, ne? Ja, das... Hast du schon wieder einen Anspruch genommen, oder? Nee, noch nicht. Okay, dann hast du einfach nur Glück, dass deine Stadt nicht nochmal angegriffen wurde. Bisherig, du bist... Oh Gott, hier sind die ganzen Gegner. Ich weiche hier mal so ein bisschen was aus. Okay, hier sind Löwen. Cool. Und wie ruckelt das Spiel gerade, glaube ich, ein bisschen. Ja, wegen dem Sandsturm. Cool, ey. Das kann durchaus möglich sein, ja. Der Sandsturm hat das Ganze. Oh Gott, der Part wird richtig groß werden, das weiß ich jetzt schon. 1 Million Gigabyte. Wird auf jeden Fall groß werden. Das sind Löwen. Ich denke, man wird hier wieder irgendeine Aufgabe erledigen müssen. Ich glaube, ich werde den hier auch mal mit Gegenstände heilen, weil ich möchte ungern das Gebiet aktuell verlassen. Denn dann wären ja die ganzen Gegner wieder da. Boah. Übertreibt es nicht. Ah ja, ganz gute Schadenszahlen. Das ist aber krass, ich meine, auf Level 35 soll man das hier machen, ja? Ja. Auf Malix Level 35. Vielleicht hat er auch einfach nur hübsche Zahlen hingeschrieben. Ich meine, es ist nicht seltsam, dass du für keinen Quest Level 31, 33, 37 brauchst. Dann nochmal mal. So. Nutzen wir mal ein paar Gegenstände, weil wie gesagt, ich möchte aktuell nicht das Gebiet verlassen. Ich denke mal aus nachvollziehbaren Gründen. Ja, sonst respawnen die Gegner und wir haben keine Ahnung, wo wir hin müssen. Richtig, genau, genau. So, okay, hier kommen wir, wie es aussieht, nicht hoch. Ne? Nee. Keine Möglichkeit. Ja, doof. Wo können wir denn jetzt der König der Löwen gucken? Ach so, oh, ja. So voll reingelaufen in den. Aber na gut, du greifst ihn von hinten an. Ist ja nur einer. Ja, denk ich denke auch, das sollte machbar sein.
Was ist los? Du hast mitbekommen, was ich gesagt habe, dass ich dann Wahlen habe ich jetzt 3 Lebensangst schon gegeben und einen Blutang. Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Was hast du vor? Nur, dass einfach Wahlen wieder gepusht wird. Ach so, ja, wie immer. Sind noch mehr Löwen? Ich fand es ja im Übrigen auch interessant, andere Ansätze, wie man zum Beispiel Vampire Stone 1 hätte spielen können. Und wie man das Spiel spielt, ohne dass man so extrem hart grinden muss. Na, du packst einfach alle Seelen in Stärke. Das soll ausreichen? Oder? Das soll angeblich ausreichen. Dann sollte man immer stark genug sein. Also ich meine, ich habe mittlerweile Einzelmöglichkeiten gefunden, denke ich, wie man das Spiel deutlich einfacher spielen kann. Okay, ich frage mich, was ich gerade hier machen muss. Ich glaube schon, dass die Löwen in der Mitte wichtig sind. Ja, Leute, und sorry, es ist ein bisschen ruckelt da, sieht wirklich in diesem Sandsturm. Das ruckelt echt extrem, für mich zumindest. Also für mich halt leicht, aber... okay. Schauen wir mal, wo es hier hingeht. Ich war wieder hier. Ah. Tja, was machen wir mit den Löwen? Da kommst du echt nicht hoch? Bin ich blind oder so? Kletternskill gibt's aber nicht, oder? Nee. Ich stehe jetzt nicht hoch. Was ist denn das für ein Stein? Ja, wollte ich gerade sagen, ist das ein Stein oder ist das ein Weg oder kommst du da irgendwie hoch? Oder? Nee. Kannst du da irgendwie mit interagieren? Mm-mm. Ich glaube, das ist gerade voll die Trap mit den Löwen. Da können wir nichts machen. Guck mal, die bewegen sich nicht mal. Da hat sich Manix einfach nur gedacht, cool, Löwen. Die benutze ich mal auf irgendeiner Map. Ich speichere mal eben. Hä? Achso. Ich habe mich jetzt gerade schon gefragt, what? Aber du spielst es ja im Maker und kannst einfach... Ich will mal wissen, ob die irgendwie... Ne? Hallo, mit denen kannst du nicht interagieren. Guck mal, da ist Simba. Hallo, Simba. Tja, dann. Wo hast du den Timon und Pumba gelassen? Ja, gut. Ist das wohl hier wirklich nur zum Spaß? Ja. Ich gehe mal nach unten. Ich will jetzt nämlich nicht aus den rauslaufen. Ich wollte gerade sagen, geht's da jetzt raus oder geht's da ins nächste Gebiet? Nee, geht's einfach gar nichts. Hier geht's ins nächste Gebiet, wow. Da links ist eine Truhe, oder? Ja. Ob du die Truhe öffnen kannst? Blutflasche. Was hatte ich doch keine Intelligenztruhe. Ist in dem Spiel immer ein bisschen schwierig zu deuten. Hm, noch ein Löwe. Das ist doch eine Höhle. Oh, was liegt denn da rum? Ja. Trich benutzen. Schaffst du eh nicht. Na, na, na. Nice. Eine Stadtwohnung. Das ist cool. Ach, Blutfiole. Aber müssen sich nicht eigentlich auch die Menschen wundern, dass überall so Blutfiolen rumliegen und so? Ja, das ist echt interessant, oder? Das Spiel weiß einfach, dass es ein Spiel ist, ne? Also im ersten Teil lagen nirgends einfach mal so in einem versteckten Blutfiolen rum, oder? Zumindest nicht, wo Menschen ran könnten. Weiß ich nicht. Also was die Kontinuität angeht, habe ich nicht aufgepasst, es tut mir leid. Da müsste ich mir dann irgendwann das Let's Play angucken, aber selbst da müssen wir einen Part nachdrehen. Ja, ja, das ist richtig. Der verlorene Part. Der verlorene Part. Wie wurde Weihnachten zum Vampir? Tja, wir werden es wohl nie herausfinden. Das ist genau, weil in dieser Part kaputt gegangen ist. Das ist so dumm. Das sieht doch gut aus. So. Da. Gelber Schlüssel. Sehr schön. Sogar bei so einem Pharaonengrab. Kannst du da reingehen? Diesen Schlüssel hätten wir. Okay, das Grab wurde, also der Ort wurde einfach extra nur für den Schlüssel gebaut. Das war kein Bosskampf. Es gibt im Spiel keine Bosses. Ey, ist dir das nicht aufgefallen? Es ist vermissig, so Bosskämpfe. Ich muss um ehrlich zu sein zugeben, ich bin froh, dass es keine gibt, so kommen wir schneller durch. Nee, also das gibt für mich so ein... Ich muss ganz offen gesagt sagen, damit nimmt sich das Spiel so viel raus. Das ist gerade das, was für mich so ein Dungeon noch einen gewissen Mehrwert gibt, am Ende ein Boss ist. Aber ohne Boss finde ich solche Dungeons... Gut, na, ich meine, in Vampire Stone 1 gab es auch nicht so viele Bosse. Aber also es gab eigentlich zum Großteil gab Story-Bosse. Ja. Und ansonsten gab es eben noch so spezielle, schwere, starke Einzelgegner, aber auch ja, genau. Nicht so viele, vielleicht 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was war das? Der Sandsturm hat aufgehört. Ja, aber gerade in diesen Dungeons hätte am Ende mal so ein kleiner Bosskampf noch gut gemacht. Anstatt vorsichtig. Und dann dieses dämliche
Hätten wir uns jetzt nicht einfach wegteleportieren können? Ja, hätten wir. Ja, siehst du? Kommt doch sogar mein Endgegner. Wenigstens was. Auch wenn es echt ziemlicher Quatsch ist, weil, wie gesagt, du hättest dich einfach wegteleportieren können. Warum kommt der Boss nicht einfach, wenn wir die Truhe öffnen? Kannst du mir das erklären, Steve? Nein, weil Mars nicht mitgedacht hat. Schattenpulver. Verräter. Wer hätte das gedacht? Und wir können ihn aus irgendeinem Grund nicht treffen. Verwirrung. Das machen wir gleich mal wieder weg. Kann man das mit dem Anti-Krankheitsserum wegmachen? Nein. Das war ja im ersten Part schon die Krux, dass das nicht geht. Ich glaube, du musst Zauber oder so machen, oder? Weiner macht Schaden. Okay. Oh, und der macht jetzt auch Schaden. Na gut, alles klar. Die machen schon Schaden, ja. Lichtexplosion. Packende Bosskämpfe, vor allem, was ist das überhaupt? Sieht aus wie ein, ey, so ein hier. Wie ein Dude mit Flügeln, oder? Ja. Also irgendwie ich glaube, ich habe so eine Harpie oder sowas darstellen. Ich kann das Gesicht nicht so genau deuten. Sieht einfach nur weiß aus für mich. Ich denke mal, so eine Harpie darstellen. Ja, ich vermute auch. Das Spiel geht nicht näher darauf ein, aber wir sind schon zwei ernsthaft verwirrt von uns, ja? Ist doch egal. Das ist wie ein Pokémon, man trifft sich nur noch selbst. Hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Warum auch immer. Eigentlich müsste Verwirrung bedeuten, dass man, keine Ahnung, nichts macht oder dass man versehentlich den Trainer angreift. Ja, ja. Dieser Sam greift Ash an. Ja, das wäre so ein bisschen wie... Ja, dann nehme ich jetzt die Pistole und richte sie mal auf mich. Na, ich meine, damit könnte man auch viel cooler irgendwie Team Rocket oder sowas benutzen. Ja, die verwirren deine Pokémon einfach und dann greifen die ihre Trainer an. Das kam erst in der 5. Generation, dass tatsächlich mal aktiv Pokémon genutzt werden gegen Menschen. Natürlich. Natürlich. Das war ein sehr präziser Schlag. Ach, das ist eine andere Truhe. Das ist ja gar nicht der Quest-Gegner. Oder? Doch. Aber die Truhe ist doch wieder verschlossen. Ja, weil er den Kopf reingeschlagen hat. Er hat den abgeschlagen und der Kopf ist reingefallen in die Truhe. Was ist denn das? So beleidigt, ich hab's nicht gesehen. Entschuldigung, ich war schon beim Text. Allmählich habe ich darin Übung. Ich bin ein böser Vampir. Ja, und natürlich ist es wieder... Kick mal auf die Truhe. Ich habe jetzt gerade gespeichert auf 12, ne? Auf der nächsten Spielstand. Pass auf, hier mal was ausprobieren. Auf 11 habe ich gespeichert. Was passiert, wenn du dich einfach wegteleportierst, oder was? Richtig. Was soll da passieren? Malex, ernsthaft? Quest-Gegner geskippt, ne? Och, Malex. Wow. Und das Aber ich hab's dir doch gesagt, du kannst dich einfach wegteleportieren. Wenn der Gegner nicht einfach, der müsste dich eigentlich sofort angreifen, wenn du die Truhe öffnest. Oder wenn du einen Schritt von der Truhe irgendwie weggehst, so ungefähr. Und genau das meinte ich mit, er hat sich keine Mühe gegeben. Sorry, so etwas fällt auf, weißt du? Und wenn einem so etwas nicht auffällt, hat man nicht getestet. Dann hat man einfach nicht getestet, weil sonst hätte man das auch gesehen. Der arme Malex hat dich getestet. Schau mal, das ist das Erste, was uns selbst eingefallen ist. Ne? Du musst aber dazu bedenken, dass das eine Version ist, die schon mehrere Male gepatcht wurde eigentlich. Deswegen scheint aber irgendwie niemand interessiert zu haben. Ja, weil sie alle einfach nur mal Alex in den Arsch kriechen, deswegen. Ja, möglicherweise, so im Sinne von, nein, das muss so sein. Ja, ja. Das ist ja gerade der Trick, den Endgegner muss man nicht machen. Es gibt viele versteckte Endgegner. Wenn ihr den Quest beendet habt und euch dann einfach wegteleportiert, ist immer ein Fehler. Den waren wir doch schon. Ja, die habe ich jetzt aber... Was? Warte mal, ich habe einen Fehler jetzt gerade gemacht. Ja, auf jeden Fall. Hier waren wir doch schon. Zum Glück ist der Dietrich noch brauchbar. Warte mal. Aber der Gegner ist schon besiegt, ne? Der Boss. Ja? Okay, ich dachte, jetzt habe ich schon missgebaut. Puh. Oh Mann, ey. Puh. Ich dachte schon, ich hätte missgebaut. Du hast vor der Truhe gespeichert. Oh, Junge. Ist egal.
Mach einfach weiter. Weitermachen, das ist schon ein guter Spruch. Und zwar, das machen wir nämlich erst im nächsten Part. Ich war DC Steve und... Ah, Let's Play Retro World. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch den Boss geskippt habt. Tschö, tschö.